Ja, werte Präsidium, Kolleginnen und Kollegen, Personalmangel, Energiekosten, Wohnraummangel, defizitäre Häuser und fehlende Finanzmittel. Es ist ja ganz bewusst, was auf dem Sektor vor uns hergeschoben wird. Und Ihre Änderung im Bayerischen Krankenhausgesetz soll es nun richten, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Glauben Sie wirklich, dass dieser Gesetzentwurf diese großen Baustellen eindämmen kann?